Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Dark Souls und Kacke und Mist und bla. Scheißboss. Ich hätte ihn geschafft, hätte er mich in die Kackecke gedrängt. Und warum kann der Wolf porten? Also, ich meine, man kann es auch übertreiben, ne? Ja, ich habe mir schon gedacht, dass das der Wolf ist, den ich vorhin verhauen habe. Nadinchen, der hat dieselben Moves und hat auch selber Aussehen. Ich finde es unsinnig, dass er wieder volle Lebensenergie hat, weil einfach random. Hätten wir den nicht die Lebensenergie lassen können, die er vorher hatte, weil das macht Sinn. Ich habe ihn nämlich umgehauen. Oder halt ziemlich stark gehauen. Ach komm schon, hört auf rumzuhüppen, ihr blöden Viecher. Denn euch muss ich auf jeden Fall instant loswerden, sonst ist der Typ kein... Dann habe ich keine Chance bei dem... Ja, da bin ich reingerollt, das war meine Schuld. Falsche Knopf gedrückt. Ja, du willst deinen Angriff wieder machen, ich seh's. Okay, das lief gut. Immerhin mal ein Boss, bei dem man ein bisschen Schaden machen kann. Auch, keine Ahnung, ist überhaupt. Damit man einfach Schaden machen kann. Guck mal, ich mach dem echt Schaden. Aua, das hat er mir jetzt gemacht. Das war nicht so geil. Scheiß Löwenschild, kack da. Hör auf so rumzuhüpfen, du Hüpptroller. Scheiße, ich hasse so Hüpftypen. Ja, geil, jetzt geht's rund. Von der Wand wegbleiben und vom Wolf wegbleiben, wenn's geht. Aua, sterben, wenn's geht. Ist auch geil. Ja, töte mich, komm schon, Rattenarsch. Das ist so bescheuert, ich kann überhaupt nichts tun. Okay, ich muss den Typen Nahkampf besiegen. Ich bin tot. Ich kann den nicht besiegen, das ist unmöglich. Ich kann nicht auf beide gleichzeitig achten. Zwei Bossarsche, ey. Vor allem, weil die wieder so ultra mega arsch viel Schaden machen, ey. Es ist so bescheuert. Können wir da nicht wieder mal zu einem reasonable Ding kommen? Oh, ich bin tot. Jetzt macht der Typ nämlich wieder irgendeinen Zauber und dann bin ich weg. Ja, wieso kann ich dir keinen Schaden machen? Du hast nicht mal dein Schild oben, du Assi. Ich hasse diese Bosse. Ich finde die einfach kacke. Oh, leck mich doch am Arsch. Leck mich doch am Arsch, Juppé, ey. Guck mal, ihr kannst echt machen, was du willst. Der Wolf hüpft die ganze Zeit durch die Gegend. Der Typ macht irgendwelche Zauberscheiße. Blockt automatisch mit seinem Mist. So, der ist tot. Nur noch der Wolf. Nur noch der Wolf. Gary, nur noch der Wolf. Alles ist gut. Du hast unter Kontrolle. Armer Wolf, ey. Ich will ihn gar nicht... Oh Gott, jetzt ist er auch noch stärker geworden. Ja, geil. Oh, ich liebe so Bosse, ne? Wo der zweite dann noch stärker wird, wenn man den ersten tötet. Weil das brauche ich. Und schneller. Ja, super. Knorke. Assi-Wolf, ey. Mach ich eben mit Magie. Ist mir doch egal. Ich hab geblockt, aber das hat diesmal wieder nicht... Ja, leck mich doch. Scheiß auf den Boss. Ich überspringe den. Fickt euch. Ey, ne. Ne. Einfach nein. Wollt ihr mich verarschen? Warum wird der Penner wieder stärker, wenn ich den anderen töte? Alter. Ich weiß noch nicht, ob ich mich mal auf Elex freuen soll. Ich bin da noch nicht so überzeugt von. Es ist immerhin von den Machern von Gothic. Und Gothic war immer schon scheiße. In verschiedenen Belangen. Unter anderem die Animationen. Die fand ich absolut beschissen. Divinity Original Sin 2 bin ich gespannt drauf. Ich hab's geschenkt bekommen von meinem besten Kumpel. Das war nett. Oh, dieser Boss regt mich so auf, ne? God damn it. That's swearing, ja. Und da wird noch mehr, kann ich dir sagen. Ey, dieser Boss geht mir so auf den Sack. Warum müssen die immer noch stärker werden, wenn es nicht mehr zwei sind? Als ob zwei nicht schon schlimm genug sind. Und alles von einem abverlangen. Dann muss der restliche Wichser auch noch... Sorry. Für das Wort, aber muss der auch noch besser werden, ne? Ist klar. Wird der kleine Penner da auch noch besser, wenn ich den Wolf zuerst töte? Ich weiß, dass der ab 50%... Ja, aber wieso müssen die beide eine zweite Phase haben? Ich dachte, der Wolf ist die zweite Phase von dem kleinen Affen hier unten. Okay, ihr seid tot.
Ach, das heißt, wenn ich den Boss auf 50% bringe, dann kriegt der auch seine zweite Phase, egal ob der andere Assi noch lebt oder was. Dann hau ich ja hier richtig einen raus, ne? Okay, jetzt nur noch der Penner. Komm her. God damn you. Ah, das war dumm. Ich muss erst wieder regenerieren und hoffen, dass der blöde Wolf noch nicht auftaucht. Aua, das war nicht so geil. Jetzt kommt nämlich der Kackwolf wieder. Ah, wo kommt er denn? Ich sehe doch nichts. Okay, Typ tot. Oh, warum muss der Wolf jetzt auch noch eine dumme Phase, zweite Phase haben? Das finde ich asozial. Das ist schon nicht mehr unfair. Das ist nur noch dreckig. Ja, geil. Komm, stürm doch einfach durch mich durch. Ein Angriff, den ich nicht abwehren kann, by the way. Ich hatte nämlich den Schild erhoben. Guck mal, wie viel Ausdauer der ihm abzieht. Was soll das? Alter! Aber ich mach dem extrem viel Schaden. Das ist schon mal nice. Immerhin mache ich auch mal ein bisschen Damage und nicht nur der dämliche Boss. Ich muss nur versuchen, irgendwie seinem Mist auszuweichen. Oh ja, jetzt wird's richtig klein, bunt und komisch. Denn jetzt habe ich keine Chance mehr. Tot. Habe ich irgendwas verpasst? Warum tötet der mich instant? Der hat mich gerade mit einmal Eisspucken getötet. Einmal. Ein einziges Mal. Ich glaube, es knuspert bei euch, ey. Nee, ich hatte Ausdauer, Naradim. Das war ja der Punkt. Beim ersten Mal zieht er mir 99% der Ausdauer einfach mal so ab. Ey, es ist doch scheiße, diese Bosse, ganz ehrlich. Oh, es regt mich so auf. Ich probiere den jetzt nochmal. Hat jemand Bock mitzumachen? Ich habe nämlich keinen Bock mehr, den allein zu machen. Ich finde den Boss einfach nervig. Normal haben wir den Grabhüter schon meist fast tot, wenn der Wolf kommt. Die habe ich doch gerade auch gemacht. Ich habe den tot gehabt, als er kam. Weil er das immer nach dem Spucken macht. Ja, schön. Nee, das Rahmen hat mich nicht getroffen, Naradim. Nein, das war das Eis. Ja, oder selbst wenn. Es ist scheißegal, welche Attacke mich gewone-hittet hat, aber er one-hittet mich. Und ich kann den Attacken nicht wirklich ausweichen. Das ist so bescheuert. Hattest du Frost voll und Frost zieht der LP und Ausdauer. Ach, Frost auch noch. Ja, toll. Sehr schön. Scheiß blöder Mist. Kann ich was gegen Frost anziehen? Habe ich irgendwas, was ich nicht brauche? Ja, ich mache den ja eh gerade nur im Nahkampf. Weil das die schnellere Variante ist, strangely enough. Ich weiß nicht warum, aber es scheint so zu sein. Frostbissring. Wofür haben wir den denn hier? Gucken wir mal, ob Frostresistenz was bringt. Ja, klar. Frostresistenz bringt was. Das wäre das erste Mal in Dark Souls, dass Resistenzen überhaupt irgendwas ausmachen. Also zumindest ab seit Dark Souls 2 ist das so, dass es nichts mehr bringt. Dass du Resistenzen einfach vergessen kannst. Das Wort gibt's nicht. Und schon gar nicht die Bedeutung gibt's nicht. Könnt ihr mal einzeln kommen? Ich hasse es, wenn zwei gleichzeitig kommen. Jo, warum habe ich getreten? Didn't want that. Was? Ja, ich würde noch mehr Backswings machen, ne? Cool. Ja, er blockt und meine Ausdauer ist weg. Ja, danke schön, Spiel. Dankeschön für diese tollen Erlebnisse in diesem Spiel. Wenn er blockt, dass ich Ausdauer verliere. Das ist so toll. Wenn ich das mache, interessiert ihn das ein Scheißdreck, ne? Warum? Weil die Entwickler unfair sind. Ganz einfach. Die sind einfach nur unfair. Oh, ja, geil. Jetzt gibt er mir ja noch einen Crit rein, ey. Die Sau. Ganz ehrlich, hat jemand Bock, den zu zweit zu machen? Ich will den nicht mehr alleine machen. Wenn ich ihn nochmal versuchen soll für euch, Leute, dann kommt her. Dann spielt mit, weil ich habe keinen Bock mehr. I'm done with this boss. Ich lehne einfach ab, den Boss anzuerkennen. Das ist einfach nö.
hasse One-Hit-Bosse, ne? Und ich kann nicht ausweichen. Ich war am Rollen, Leute. Doch, jetzt ging's mal. Wow. Hey, Hammer. Das ist ja fast so, als wäre das Spiel fair geworden. Ja, ach so, mach den Scheiß schon wieder, ja. Das war's, Leute. I don't care anymore. Donnerdienchen, komm her. Geh online und Passwort. Maddy rettet den Tag. Ja, Cthulhu. Bester Gammy übrigens. Obwohl, die sind alle toll. Jetzt gibt's gar nicht Bester, oder nicht? Ja, Nadinchen, dann auf. Wie kann ich das nochmal am besten sehen? Passwort ist wie immer. Obwohl, das sieht man jetzt gleich eh. Da. Passwort ist wie immer Gammy. Kannst einfach dazukommen. Oder beziehungsweise musst du mir dann halt sagen im Chat, wenn du da bist. Du hast DKS3 nicht installiert. Ja, ich werde es, glaube ich, jetzt auch bald runterschmeißen. Sobald The Search kommt, ist DKS3 gestrichen. Ganz ehrlich, weil, ne. Es reicht. Das ist mir zu viel Bullshit, den dieses Spiel hier von einem, oder erwartet, dass man ihn frisst einfach. Und den Scheiß fresse ich nicht, ganz ehrlich. Ich finde das zu dreist. Mehr als nur dreist. Ich finde es einfach nur dämlich. Habe ich einen schönen Zauber, den ich nutzen könnte? Ich habe doch hier ein paar neue bekommen. Was ist denn das? Blitzgefrieren erzeugt eine Wolke beinahe gefrorenen Nebels. Also, mit anderen Worten, Bullshit. Super. Vor allem 16 FP kosten die also nicht wert. Dann, was haben wir noch bekommen? Gefrorene Waffe. Verleiht der Waffe in der Rechner deinen Frosteffekt. Also, anders genommen, Bullshit im Quadrat. Okay, cool, danke. Ich suche in letzter Zeit nur noch Prey. Prey. Ja, das sah ganz gut aus. Ich hab's leider nicht. Ich hab's gesetzt beim Feuer. Okay, Nadinchen, dann komme ich mal dazu. Mir reicht's. Ich hab heute schon genug geraged. Der Boss geht mir auf den Sack. Einfach weil... Weißt du, wenn dieser Wolf... Ich würde es noch akzeptieren, weil ich relativ viel Schaden bei dem Boss machen kann und ich das schon wieder fast fair finde, wenn der Wolf keine zweite Phase hätte. Weil der Wolf so nämlich schon assi genug ist. Ich hab dein Leuchtfeuer nicht, Nadinchen. Ach, warte mal. Ja, okay. Sorry, gleich, Nadinchen, gleich. Alles gut. Ich bin nicht angemeldet. Aber wenn dieser blöde Boss keine zweite Phase hätte, der Wolf wenigstens, dann würde ich sagen, der ist noch halbwegs genehm. Einfach, weil man ihn relativ gut Schaden machen kann. Er macht zwar auch viel Schaden, aber man selbst macht viel Schaden und so weiter, ne? Das gleicht sich wieder ein bisschen aus. Aber dadurch, dass dieser Scheißwolf noch eine zweite Phase hat, finde ich den Boss einfach noch überzogener als den Rest der Dreckscheiße, ey. Okay, fortfahren. Jetzt müsst's gehen, Nadinchen, jetzt bin ich gleich da. Aber das regt mich schon wieder voll auf. Einfach diese Arschloch-Tour, die bei Dark Souls jetzt vorherrscht. Ich meine, selbst der Eisenriese, den konntest du runterwerfen sogar. Super mega fair. Der war hart, also hier Anor Londo, in Richtung Anor Londo, auf Sens Festung. Der war hart und der war fies, aber man konnte seinen Angriffen ausweichen. Er war nicht auf Speed. LSD, wir kommen hier auf LSD. Er war nicht auf Speed. Yay, hey Nadinchen! Hallo! Hallo. Yay, Nadinchen hilft. Hallo, Nadinchen. Auf. Go. Und wehe, du holst die blöde Krabbe. Dann kotze ich. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass Dark Souls 1 in allem viel fairer war. Viel besser gebalanced in allem. Okay, wollen wir mal gucken, wie wir das jetzt schaffen. Bei meinem Glück gar nicht. Nicht. Was habe ich für einen Ring an? Achso, ich habe nur einen Frostbissring an. Cool. Ach, du darfst noch nicht, Nadinchen. Okay, cool. Ich fange den Boss schon mal an. I'm sorry. Habe ich gar nicht dran gedacht. Oh, meine Seele. Ich habe eh keine. Ja, es ist eh vorbei. Ich bin ein paar Mal gestorben, ohne meine Seelen aufzusammeln. Das heißt, wenn der Boss mir nicht 80.000 Seelen gibt, war der Boss für mich völlig für die Füße. Der war völlig nutzlos, sinnfrei und dumm. Weil der hat mir nichts gegeben, dieser Boss. Au. Ich natürlich noch voll erwischt, die Drecksackratte, ey.
so einfach niederpammeln. Bevor der blöde Wolf kommt. Oh, der war nice, Nadinchen. Okay, Typ tot, Wolf da. Au. Oh, that hurts. Nein! Alter, ich kann nichts machen. Trink! Trink, du Dummbeutel. Dieser Scheißwolf geht mir voll auf den Sack gerade, ey. Oh, wie er mich ankotzt. Warum ist er so auf mich fixiert? Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Yes! Mistvieh. Dankeschön, Nadinchen. Heldenknochen und Nobelherz. Okay, lustig. Yay! Praise the sun. Vielen Dank, Nadinchen. Juhu! Wieder pummeln. Nicht pammeln, pummeln. Okay, seht ihr? So geht das. Scheißbosse, ey. Dafür habe ich kein Yay verdient. Mit einer anderen Person dabei habe ich kein Yay verdient. Nadinchen hat das Yay verdient, das vielleicht. Okay, was habe ich jetzt da bekommen? Heldenasche oder so ein Bullcrap? Sicher wieder irgendein Quatsch, den man nicht wirklich gebrauchen kann. Im Feuerbandschrein verbrennen, um untoten Matches freizuschalten. Ja, absoluter Bullshit, denn das ist dieser Arena-PvP-Dreck, den keine Sau je gewollt hat. Also, zumindest ich nicht. Und wenn ich nicht wollte, dann mag es keiner, ganz einfach. So ist das, ja. Gary ruled. was war das andere? Dem seinen Schild habe ich bekommen, ne? Was ist das wieder für ein Ding? Nobelherz, besonderes gerades Schwert. Achso, das ist sogar Schwert und Schild. Das ist ja niedlich. Mit der Löwenhaltung, aber die haben wir ja schon gesehen. Eine 1 vom Meister des Untotenkampfs geführte Waffe. Das außergewöhnliche Waffenpaar besteht aus einem Breitschwert und einem Löwenschild. Waffenpaar, ganz ehrlich. Der Meister kämpfte rastlos weiter, bis er gänzlich den Verstand verloren hatte. Letztlich blieben bloß sein Page und ein Wolf an seiner Seite. Achso, das war noch nicht mal der Meister. Ach, wie schön. Fähigkeit Löwenhaltung, ein normaler Angriff führt in normaler Haltung zu einem Vorwärtsstoß mit erhobenem Schild, ein schwerer Angriff zu einem Schildschlag mit einem Löwenschrei, der wahrscheinlich bei NPCs gar nichts bringt. Absolut null niente nada, weil die einfach komplett immun gegen alles sind, unter anderem auch gegen Staggern, weil Taktik und Strategie im Spiel sind was für Weicheier. Yay, ja, das lief wirklich gut, Nadine. Du kannst gerade bitte online bleiben. Gibt sicher gleich noch einen Boss, wo ich dich gern dabei hätte. Ganz bestimmt. Ganz, ganz bestimmt. Ich habe 45.000 Seelen bekommen. Damit war dieser Boss für mich die absolute Pleite. Nee, ich habe mehr Seelen verloren bei dem Boss, als ich gewonnen habe. Dankeschön dafür, Spiel. Danke für gar nichts. Ja, schön. Aha, warum habe ich da zwei Seelen? Oder zwei Menschlichkeit-Gedönse, bla, wie heißen die? Zwei Gluten? Verstehe ich nicht. Ich gehe mal da hin. I don't know. Kann man ja mal nachgucken. Ich meine, was soll's. Was soll's. Ach so, John. Bist du noch da? Ja, du bist noch da. Ich habe übrigens rausgefunden, was es für ein Schwert ist. Nadinchen hat es mir gesagt. Das ist das Drakenblut-Großschwert. Ich habe es dir, glaube ich, nochmal geschickt. Die Seite. Und ich glaube, das war's. Dummerweise habe ich noch nicht die Stats dafür, um es zu tragen. Aber bald. Ich brauche 5 Level. Und beim momentanen Stand der Seelen muss ich noch 10 solcher Bosse besiegen. Klar, sag Bescheid, werfe ich es wieder an. Dankeschön, Nadinchen. Das zeigt an, wo gerade Leute Hilfe brauchen. Je mehr, umso mehr Leute die Hilfe brauchen. Ach so, cool. Okay, lustig. Das ist ja schön. Wie auch immer das heißt, mit Hilfe brauchen. Und wahrscheinlich PvP-Gedöns. Das ist von wegen Invadern oder so. Also auch ziemlich unnötig. Cool. Ja, die Frage ist, was mache ich jetzt? Am besten... Habe ich noch einen Ring? Oh Gott. Nadinchen, wenn du nur diesen DLC machen müsstest, dann würde ich dir einfach die ganze Zeit... Oh, scheiße, na toll. Dann würde ich dir einfach die ganze Zeit helfen. Ja, und jetzt verliere ich alle meine Sachen. Machen wir mal ein Duell, was soll's. Zeit für ein Duell. Das ist so bullshitty. Wetten, der rennt gleich wieder in die Gegner. Wow, Alter, ich hasse solche Angriffe.
Au, was? Wie? Au! Ja, geil. Das war unfair, das war lagging. Ich hätte mich nicht einmal treffen dürfen. Ich bin immer weg gewesen, immer. Du bist leider komplett durch mit allem. Ja, das ist doch schön, Nadinchen. Dann hast du sie mal hinter dir, den Scheiß hier. Ich find's ehrlich gesagt wirklich nur noch scheiße. Die Gebiete sind ganz hübsch, aber der Rest ist kacke. Ja, soviel zu meinen Seelen. Das hat sich dann erledigt. Zum Glück hatte ich keinen Ring, der mir meine Seelen beschützt. Weil, der wäre jetzt nämlich total für den Hintern gewesen. Das Dumme ist halt, dass ich jetzt angemeldet bin und jetzt jederzeit solche Affen reinspawnen können. Auf die ich einfach keinen Bock habe. Ich könnte den blauen Ring anziehen, ne? Dass mir jemand zu Hilfe kommt. Ich hab den doch noch. Aber da müsste ich in den Eid. Wo ist er denn? Gibt's hier den Ring überhaupt oder ist das aus Dark Souls 2? Ich glaube, das ist aus Dark Souls 2. Den Ring gibt's gar nicht. Ja, so viel dazu, dass mir jemand zur Hilfe kommt. Das hat sich dann erledigt. Dankeschön. Läuft. Ich will mich nicht abmelden. Das ist doch lame. Aber ja, das ist schon recht. Macht Sinn. Deswegen würde ich halt gerne jemandem zum Farmen einfach helfen. Wie schnell ich bei Darks, bei Dark Souls, bei Chaos Carter im NG plus oder whatever das war, wie schnell ich da die, wie viele Seelen, 500.000 Seelen zusammen gehabt hätte. Bis gleich, Nadinchen. Lass dir ruhig Zeit, ich wette, ich komme eh nicht so schnell zu einem Boss. Aber wie schnell ich den Scheiß da zusammen gehabt hätte, das glaubt mir doch kein Mensch, ey. Es war so gut, Chaos Carter, es war so gut. Ich gehe mal ganz da runter und guck mir das mal an, weil ich keinen Bock habe, zu dem Turm zu gehen, weil er wieder so ein Ultra-Assi-Gebiet ist einfach nur. Gebiete, wo drei Bogenschützen gleichzeitig auf dich permanent Pfeile schießen können, sind einfach nur asozial. Es ist einfach nur Assi. Ja, ich weiß, dass es nur NG plus 1 war. Das hat sich aber angefühlt wie NG plus 27, weil ich so schnell tot war. Ach Gott, ihr seid ja auch wieder hier. War eigentlich noch eine? Wieso bist du nicht hier runtergekommen? Komischen Viecher. Wieso komme ich da nicht drauf, auf das Podest? Ach, da muss ich ja wahrscheinlich runterspringen. Nee, da kann ich doch gar nicht runterspringen. Ich komme doch da gar nicht hin. Was ist das denn für ein Quatsch? Denn ich überlebe den Sturz nicht. Die Leiter ist viel zu hoch. Hier die alleine schon. Was ist das denn für ein Bullshit? Ja, guck mal. Hä? Ja, undurchsichtige Gebiete sind ja nichts Neues bei Dark Souls. Aber ja, man hat gesehen, das waren definitiv Lags, dass der Typ mich getötet hat. Der hätte mich mit seiner Waffe niemals erreichen können eigentlich. Ich war immer weg, immer. Und er hat mich wegen schlechter Performance getötet. Das war toll. Natürlich sind hier zwei. Ich dachte es mir schon. Aber guck mal. So schlecht ist der Gary doch gar nicht. Ohne getroffen zu werden. Mensch. Aber das da unten sieht cool aus. Aber ich glaube, hier muss ich lang, ne? Hier geht's weiter. War das eben... Oh, toll. Oh, fun and joy. Ja, in einem Spiel, wo man instant stirbt, wenn man auch nur von einer Schneeflocke getroffen wird, mag ich es, wenn ich irgendwo runtergehe und mich nicht kontrollieren kann und dann mich auch nicht darauf vorbereiten kann, was unten auf mich wartet. Glücklicherweise waren es diesmal nicht so viele Gegner, wie ich vermutet habe. Seele eines unbekannten Reisenden. Es war ein Cheater? Meinst du? Das glaube ich nicht. Warum soll denn ein Cheater gewesen sein? Ich höre irgendwas würgen. Ich höre, wie jemand den Jürgen würgt. Der arme Jürgen. Aber hey, immerhin mal wieder so eine mittelalterliche Stadt. Naja, halbwegs.
Ach, die Viecher wieder. Fun and Joy. Fun and Joy. Da hinten sitzt auch irgendwas. Oh, what the hell. Was seid ihr für Viecher? Vögel? Hässliche kleine Vögel. Die Stadt ist chillig, sagst du. Wirklich? John verarscht mich wieder, Leute. Das sagt er nur, damit ich direkt Rage quitte hier. Mhm. Eine blühende grüne Blüte. Oh toll. Bestes Item übrigens. Nicht. Ah, hier sind alles. Oh mein Gott, sind das alles Gegner? I hope not. Stadt war das Gebiet, wo es mir endgültig zu doof wurde. Oh toll, Kater, toll. Okay, nicht alle sind lebendig, at least. Okay, der ist lebendig. What? Ich dachte, du würdest dich nur bewegen, weil ich dich anhacke. Super, man sieht nicht, wer lebendig ist. Ich liebe es nicht. Immerhin kein Gift. Das ist schon mal ein positiver Aspekt. Ja, das war klar. Oh Gott, die leben ja echt alle da hinten. Oh, Joy. Wondrous, wondrous Joy. Gott, die schreien so. Muss das sein? Oder können wir das auch unterbinden? Alter, könnt ihr nicht ein bisschen ruhiger verrotten? Wie komme ich da oben drauf? Wahrscheinlich, ah, nur da oben rausspringen. Yeah, Joy. Oh, so much Joy. Oh, so much Joy. So much Joy. Joy, 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 Joy. Joy, 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 Joy. Blalalalalalala. Ja, spuck nur, du Sausack. Seiljauche-Küchlein. Dann seid ihr wieder Giftspratzer. Okay, das dürften die letzten Giftspratzer gewesen sein. Da oben komme ich nicht rauf. Natürlich nicht. Mein Lieblingsgebiet ist immer Städte oder Burgen in DS. Ja, meine auch, Dante. Meine auch. It's like Christmas only with death and decay, ja. Also, exactly like Christmas. Hör auf zu schreien, du gehst mir auf den Senkel. Ich wusste doch, dass das Vieh da ist. Es schreit so, als ob ich es nicht wissen würde. Ich glaube, ich sollte erstmal oben durchgehen, ne? Und nicht hier unten. Ich kann von oben runterballern, aber nicht wirklich von unten nach oben. Banshees? Überhaupt nicht Banshees, sind hässliche Vögel. Gary, kennst du... Ja, natürlich kenne ich Mars Effect. Achso, das meinst du mit Banshees. Mars Effect wollte ich auch mal im Stream spielen. Einfach weil... Ja, was soll's, warum nicht? Ich habe den ersten Teil ganz gut gefunden am Ende. Die erste Hälfte war ziemlich langweilig, leider. Aber vielleicht wird es im Stream ja ein bisschen besser, vor allem wenn er mir erzählt, was ihr so da, ja, wie ihr das Spiel so findet und Gedöns, ne? Ist Bescheid. Oh, ich muss da unten lang, really? Ich muss durch den Rotze graben, wirklich? Das, hätte ich jetzt nicht erwartet, okay. Dann gehen wir halt durch den Graben aus Rotze, super. Undead Burg bei Teil 1 war einfach am tollsten. Ja, die, an die kommt nichts ran, Lucy, die war so mega gut. Ich hätte am liebsten immer nur die Burg gespielt, ne? Immer. Die ganze Zeit nur und nur und nur, weil die so toll war. Und da gab es auch Stellen, die gemein waren, aber keine, die so dreckig waren wie dieses ganze Spiel hier. Finde ich zumindest. Oh, jetzt wieder so ein Vogeltier. Ich mag es lieber, wenn die auf dem Boden liegt, dann macht der nämlich nichts. Hier muss ich wohl erst öffnen, dazu muss ich nach oben. Renegade for life, everybody has to die. Hm. Frage ist nur, wann. Oder ob man es... Oh nein, jetzt wird's eklig. Ja toll, natürlich dreht er sich einfach um, der Idiot. Jetzt wird's richtig widerlich. Schaut mal, wie das Vieh aushält mit Magie.
Und dann ist es auch noch mega schnell. Und ja, natürlich. Ja, ja, klar. Mhm, natürlich. Ja, okay, Kater, ich weiß, warum du hier aufgehört hast, weil das ist wieder aber absoluter Bullshit. ...45.000 Angriffe? Really? Muss das sein? From Software, seid ihr irgendwie... Keine Ahnung, haben sie euch im Gehirn rumgespielt oder was? Was soll denn das? Das ist doch nicht balanced! Ich mach einen Angriff, da macht der 15! Wegen denen habe ich aufgehört. Ja, kann ich verstehen, Carter. Also, ich bin auch gerade überlegen, ob ich es einfach Rage quitte. Leute, wir machen hier mal einen Cut. Bis zum nächsten Part. Bye, bye.